Das nächste Buch, was ich mitgebracht habe, ist ein Krimi. Wir nähern uns jetzt, glaube ich, der Abteilung der Kriminalliteratur. Und an dieser Stelle möchte ich einmal gern, bevor ich sage, wer das geschrieben hat und wie es heißt, den Diogenes Verlag in das Dings bringen. Der Diogenes Verlag ist ja bekanntermaßen nicht nur der Lieblingsverlag der Buchhändler, sondern auch der Leserinnen und Leser. Und man erkennt die ja für gewöhnlich immer auch schon. Ne? Man weiß immer gleich, sein Lieblings-Diogenes-Buch, weißes Buch, Bild in der Mitte, alles gut. Und diesmal haben sie sich getraut, was anderes zu machen. Und ich war sehr, sehr froh, weil ich dachte, man erkennt sofort, was es ist. Also man sieht hier irgendwie so die Linie, das ist eine U-Bahn-Station, dann ist hier Big Ben, Regen, Leute rennen durch die Gegend, Regenschirme, das ist ein Agenten-Thriller, ganz klar. Mick Herron hat den geschrieben, Slow Horses heißt er. Der Untertitel ist Ein Fall für Jackson Lamb. Jackson Lamb ist der Chef der Slow Horses. Kann man, glaube ich, grob übersetzen mit lahme Gäule oder so. Und das sind die Agenten, die es geschafft haben, sich richtig Fehler zu Schulden kommen zu lassen. Was weiß ich, der eine vergisst eine CD mit sensiblen Daten irgendwo im Zug. Der andere verwechselt bei dem Versuch, eine Zielperson zu schnappen, irgendwie die Farbe von T-Shirt und Hemd. Also irgendwie geht das alles immer schief, was die gemacht haben. Und die landen dann im sogenannten Slough House. Slough, habe ich nachgeguckt, heißt wohl so viel wie Sumpf. Und also die lahmen Gäule im Sumpfhaus. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie hoch der Zufriedenheitsgrad dort ist in der Truppe. Nicht besonders hoch. Jackson Lamb ist ihr Chef. Und diese Truppe sind so dermaßen wunderbar zu lesen, weil die so, jeder will da weg, keiner will da bleiben. Alle versuchen sie irgendwie dem anderen irgendwie in die Suppe zu spucken und da rauszukommen. Das wäre alles ganz witzig, wenn nicht jetzt eine Nachricht alle erreichen würde, eine Nachricht von einer Entführung. Ein 16-jähriger pakistanischer Junge ist entführt worden und es wird eine horrende Lösegeldforderung gestellt an den britischen Staat. Und wenn man dem nicht nachkommt, dann wird dieser Junge sehr symbolträchtig und für alle gut sichtbar im Internet geköpft. Das ist ja gerade irgendwie Mode. Und jetzt ist also das Wohl und Weh dieses Jungen im Prinzip ein bisschen an diese Truppe geknüpft. Und sie haben allen Grund, Angst um dieses Kind zu haben, weil was in diesem irrwitzigen, temporeichen Agenten-Thriller, der so voll ist von Finden und Fallen, also ständig ändern sich die Prämissen, das geht in einem aberwitzigen Tempo, das ist witzig, das ist sehr, sehr, sehr spannend und um den Jungen, wie gesagt, muss man wirklich alle Angst haben. Mick Herron, Slow Horses, ich habe gehört, er schreibt schon einen zweiten und ich freue mich schon jetzt, ein richtig klasse Thriller.